und herzlich willkommen bei Lack und Leder. Diesmal mit einem Hauch von der Kultserie Magnum. Ich wünsche euch mit dem Clip viel Spaß und nun gebe ich weiter an Gary. Ciao, ciao. Ich war immer schon ein Riesenfan von Magnum, der einen 308er fuhr. Wir hatten einen 328er GTS, aber an und für sich das Fahrzeug ist baugleich, bis auf geringe Details, wie man sieht, Schnauze, Motor und so weiter. Nun, im Folgenden wollen wir euch zeigen, Bauteil für Bauteil, wie wir dieses Fahrzeug aufbereitet haben und wie den alten Glanz erstrahlen ließen. Und los geht es. Hier sehen wir den Motor noch in seinem Urzustand, den wir einer gründlichen Dampfreinigung unterzogen haben. Ganz besonders viel Liebe und Aufmerksamkeit haben wir den Emblemen und Schriftzügen von diesem Ferrari gewidmet. Wie man sieht, unter den Emblemen befand sich jahrzehntealter Dreck, welcher trotz Reinigung mit dem Pinsel einfach nicht wegging. Wir haben dann die Embleme alle entfernt, manche waren geklebt, manche waren geschraubt, um diesen Schmutz zu entfernen. Hier sieht man nochmal genau zwischen den Buchstaben, das war einfach unmöglich, das irgendwie zu polieren oder irgendwie sauber zu bekommen. Auch war natürlich zwischen den Emblemen zu polieren, den Lack, den Fahrzeuglack selber war nahezu unmöglich. Das heißt, das war die einzige und beste Variante. Die Embleme selber sind dann in Handarbeit wirklich komplett sauber poliert worden, sauber gereinigt worden, hier mit Wattestäbchen zuerst, dann anschließend mit der kleinen Poliermaschine, um sie dann für die Montage wieder vorzubereiten. Erst nachdem der Lack beschichtet war, haben wir sie dann montiert, geklebt bzw. geschraubt und das Ergebnis ist absolut homogen und neuwertig. Die beiden Lufteinlässe für den V8 waren innen ausgeblichen und wir haben sie mit schwarzer Farbe nachgefärbt. Das komplette Fahrwerk, die Federn, die Radaufhängungen und die Radhäuser wurden von uns gründlich gereinigt. Auf Kundenwunsch wurde jedoch absichtlich auf eine Versiegelung verzichtet, da dieses Fahrzeug niemals bei Regen bewegt wird. Die Heckleuchten wurden mit Heißdampf gereinigt, poliert und anschließend mit Keramik für Kunststoff beschichtet. Die vier Auspuffendrohre wurden gereinigt und außen und innen poliert und erstrahlen nun wieder in ihren alten Glanz. Die Scheibenwischer wurden gründlich gereinigt und um Beschädigungen zu vermeiden vor den Lackarbeiten demontiert. Nachdem wir auch die beiden hinteren Fensterlamellenabdeckungen entfernt hatten, konnten wir mit der Lackdefektkorrektur beginnen. Dabei stellte sich heraus, dass der Lack extrem weich ist und wir sehr aufpassen mussten, um mit viel Gefühl die Kratzer zu entfernen. Als sehr aufwendig hat sich dabei die Motorabdeckung herausgestellt. Zwischen den Lamellen mussten wir mit der Mini-Poliermaschine arbeiten. Diese kam auch gleich bei den Griffschalen zum Einsatz, wo wir dann auch fehlenden Lack ergänzten. Polierarbeiten und Lackergänzungen wurden akribisch durchgeführt. Keine Stelle blieb unbehandelt. Und nach Abschluss der Lackdefektkorrektur konnten wir mit der Innenaufbereitung starten. Hier Dampfen der Hutablage. Die Innenausstattung befand sich dem Alter entsprechend in einem guten Zustand. Es gab lediglich abgewetzte Sitzwangen, ein kleines Brandloch und kleine Fehlstellen im Bereich der Mittelkonsole und Türverkleidungen. Wir haben das mit der originalen Ferrari-Farbe Crema ausgebessert. Nach einer 12-stündigen Trocknungsphase wurde das ganze Leder mit der Keramikbeschichtung
Gion Leather Shield zweimal beschichtet und ist somit perfekt geschützt. Die Felgen wurden zuerst gründlich gereinigt, alte Klebereste von Wuchtgewichten sowie Teer entfernt, außen und innen poliert, dann entfettet und anschließend mit Gion Rim, also eine Keramikbeschichtung für Felgen, beschichtet. Wir haben sogar vor der Montage die Radbolzen poliert und anschließend die Felgen per Hand montiert. Und nach Herstellervorschrift angezogen. Ein Rückblick: Schweller und Spoiler im Urzustand. Vor allem die Polierreste unserer Vorgänger, die nicht abgeklebt haben, machten uns auf dieser rauen Oberfläche bei der Reinigung sehr zu schaffen. Durch die Beschichtung wurden diese Teile wieder tiefschwarz. Das Dach und den Dachspoiler haben wir mit Gion Matt beschichtet. Der Fahrzeuglack wurde von uns mit zwei Schichten Gion Moss und einer Schicht Gion Skin keramisch beschichtet. Dadurch ist der wertvolle originale Lack perfekt vor Umwelteinflüssen, zum Beispiel von UV-Strahlen gegen Ausbleichung, geschützt. Lassen wir die Finishbilder für sich sprechen. Auch im Freien unter natürlichem Licht sieht der Ferrari 328 wieder frisch und neuwertig aus. Da das Wetter bei der Abholung nicht konstant war, hat sich der Besitzer entschlossen, sein Fahrzeug mit dem Anhänger abzuholen. Tom Selleck hätte sicher seine Freude gehabt. Wir hoffen, dass unser Video euch gefallen hat. Und freuen uns auf einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Clip von Lack und Leder. Alles Liebe und Gute, Gerhard Manow.